Das Jahr 2023 neigt sich dem Ende und Weihnachten steht auch schon vor der Tür. Für viele ist das auch eine Zeit, zurückzublicken. Und in den zurückliegenden Jahren haben wir wirklich viele, viele Krisen durchlaufen. Und auch aktuell ist einfach unglaublich viel los in der Welt. Krisen, die auch viele hier bei uns ganz unmittelbar betreffen. Zum Beispiel Menschen, die aus Kriegsgebieten zu uns gekommen sind. Oder Menschen, die selber erkrankt sind oder Erkrankte in der Familie haben. Also es gibt viele Krisen, die uns ganz persönlich betreffen. Und aus der Caritas-Familie heraus versuchen wir, über die vielen Beratungsstellen, die wir haben, direkt zu helfen. Zum Beispiel Wohnungslosen oder in der Migrationsberatung oder in der Schuldnerberatung. Jetzt kurz vor Weihnachten spüren wir noch intensiver, wie können wir eigentlich persönlich helfen? Und vielleicht stellen Sie sich auch diese Frage. Wenn Sie jemanden sehen, der Hilfe braucht, dann helfen Sie. Ob es die Seniorin ist, die nebenan wohnt und einsam ist und die Sie ab und zu mal besuchen. Ob das die alleinerziehende Mutter ist, die vielleicht mal eine Stunde alleine einkaufen möchte und Sie auf das Kind Acht geben. Oder der Wohnungslose, dem Sie in der Stadt mit Respekt und einem Lächeln begegnen. So können Sie persönlich zu einem Adventsengel werden. Aber auch mit einer Spende können Sie die gleichnamige Aktion unseres Caritas-Verbandes Adventsengel unterstützen. Mit 50 Euro können Sie direkt dafür Sorge tragen, dass eine Person eine gute Winterkleidung bekommt. Mit 90 Euro können wir in den Beratungsstellen direkt persönliche Krisen ad hoc bekämpfen und Menschen unterstützen. Und wenn es mal teurer wird und der Herd kaputt geht, dann können Sie mit 200 Euro da direkt unterstützen. Wir freuen uns darüber, wenn Sie unsere Adventsengel-Aktion finanziell unterstützen, um all diese Menschen in ihren kleineren und größeren Bedürfnissen erreichen zu können.